Was ist eigentlich Performance Marketing? Auf Wunsch eines Users unseres Facebook-Kanals haben wir heute mal ein Erklärvideo zum Thema Performance Marketing. Mein Name ist Michael Bernig, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und erläutere Ihnen jetzt mal diesen spannenden Marketingbegriff. Ja, Performance Marketing ist so als Begriff vor 6, 7 Jahren entstanden und hat sich da durchgesetzt, um einen Gegenpart oder Counterpart zu bilden zum klassischen Marketing. Die Idee ist es, Marketingaktivitäten an sogenannten KPIs auszurichten, also Key Performance Indikatoren, und alles auf diese Kennzahlen auszurichten. Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Sie sagen, ich möchte eine Kommunikationskampagne machen. Dann hätte man früher gesagt, alles klar, schaltest du einen Werbespot irgendwo und dann läuft der und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Im Performance-Marketing sagen Sie, natürlich schalte ich den Werbespot, aber ich bezahle nicht dafür, dass ich den einfach schalte, sondern ich bezahle dafür, dass ich eine gewisse Performance bekomme. Und diese Performance sind messbare Kennzahlen, also Reaktionen in aller Regel. So, und die Performance kann sein, ich bezahle halt eben nicht dafür, dass er nur geschaltet wird, sondern jedes Mal, wenn jemand auf meine Webseite jetzt kommt, gibt es dafür Geld. Oder wenn der Werbespot läuft und ich habe hinterher Umsatz, bezahle ich für diesen Umsatz. Das ist die Grundidee von performanceorientierten Marketingaktivitäten. Ja, und wichtig dabei ist also, ich muss halt eben bei meinen Kommunikationsmitteln nicht die Frage stellen, wie viel Reichweite kriege ich, sondern welche Interaktionen löse ich damit aus und welche Transaktionen löse ich damit aus. Also weg von den Größen wie Image, Markenbekanntheit und Co. hin zu Leistungsmessungen, die als Antwort auf das Kommunikationsmittel stehen. Und das ist ein ganz wichtiger Denkansatz. Also nicht nur zu sagen, ach, wir schalten mal eine Anzeige, weil wir immer die Anzeige schalten, sondern stellen Sie die Frage, was will ich mit der Anzeige erreichen? Ja, und unter Umständen sagen Sie dann zu jemandem, wenn ich die Anzeige bei dir schalte, zahle ich dir nicht 1000 Euro, sondern für jeden Auftrag, der darüber kommt, kriegst du von mir 500 Euro. Ja, also, und dann zahlen Sie halt eben nicht fürs Erscheinen, sondern für jeden Auftrag. Also wichtig ist dabei, dass Sie halt eben messen können, ja. Dann ist wichtig, dass Sie eine Kampagne tatsächlich zerlegen, dass Sie nicht nur sagen, oh, wir machen irgendwie 12 verschiedene Kommunikationstools und rollen die aus, sondern jedes einzelne Kommunikationsmittel wird eindeutig gemessen und dann kann ich es auch als drittes optimieren. Ich kann also sagen, das hat gut geklappt und das hat nicht gut geklappt. Typischerweise finden wir Performance Marketing sehr, sehr stark im Online-Umfeld, wo halt eben Messbarkeit halt eben deutlich stärker ausgeprägt ist. Also beispielsweise in Search Engine Advertising. Ich zahle Google nicht für die Anzeigenschaltung an sich, sondern ich schalte die Anzeige und bezahle nur dann, wenn da jemand draufklickt und auf meiner Webseite landet. Ja, kann also damit auch über solche Tools wie Google Analytics ganz gut auch messen, wie ist der Traffic, der bei mir ankommt. Ja, ich versuche bei Webseiten eine Optimierung durchzuführen, zu schauen, okay, da kommt jetzt jemand auf meine Webseite, liest sich das durch und dann habe ich daneben sofort ein Kontaktformular, ja, wo was ausgefüllt werden kann. Also kann ich sofort messen, inwieweit die Leute dort sind. Ja, oder Newsletter. Newsletter werden häufig geschaltet und eingesetzt und es interessiert eigentlich dann die Conversion, also wie viele Leute klicken auf so ein Werbemittel und kommen dann auf meine Webseite. Typische Kennzahlen in diesem Zusammenhang sind so Click-Through-Rates, also wie viele Leute sehen etwas und klicken auf die Anzeige drauf. Oder der Begriff Conversion-Rate ist da oft zu finden, wie viele Leute konvertiere ich dann in ein Produkt hinein. Ja, und wenn wir über Social Media zum Beispiel sprechen, ich messe gar nicht mehr, wie viele Fans habe ich, sondern wie viele Leute haben was kommentiert, sind in Interaktion eingetreten etc. Also Performance-Marketing versucht, diese Antwort zu liefern auf diese uralte Frage, was bringt das denn eigentlich alles? Und das ist halt genau die Kernfrage, die wir damit versuchen zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Transparenz da reinbringen. Sie sehen auch, wenn man uns eine Frage oder einen Videowunsch bei Facebook transportiert, dann machen wir das auch. Also immer her mit Ihren Fragen, werden Sie auch hier Follower auf unserer Seite und dann finden Sie noch viel mehr Videos als bisher. Ja, Design Thinking ist jetzt seit einigen Jahren so als Wundermethodik verkauft und durch die Unternehmen getrieben, dass man damit einfach bessere Entscheidungen, bessere Produktentwicklung, bessere Softwareentwicklung betreiben könnte. Macht Sinn, sich das mal genauer anzugucken, was eigentlich dahinter steckt, um dann entscheiden zu können, ist das denn wirklich die bessere Methode? Also es geht im